An Tagen wie diesen ist sie existenziell, die Klimaanlage im Bus. Die Sonne scheint, sie knallt herunter heute mit bis zu 32 Grad hier in Süddeutschland. Naja, und worauf kommt es da an? Auf vernünftige Temperaturen im Bus. Aber um nichts ranken sich so viele Mythen oder auch ein bisschen Halbwissen wie die korrekte Bedienung der Klimaanlage. Und deswegen stellen wir uns heute mal die Frage, wie geht denn das, die Klimaanlage und ihre Bedienung? Ich würde sagen, ich erkläre erst mal ganz kurz am Anfang, aus welchen Komponenten besteht eigentlich die Klimatisierung im Reisebus in diesem Fall. Im Heck sitzt der Kompressor, oben auf dem Dach die zentrale Klimaanlage mit ihren Wärmetauschern und den Lüftern. Dann haben wir vorne die Frontbox, das ist so eine Art Mini-Klimaanlage, also auch nochmal ein Wärmetauscher. Und wir haben natürlich vorne im Cockpitbereich die zentrale Bedieneinheit. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Eines der zentralen Bauteile befindet sich hier im Heck. Das ist der Vierzylinder-Hubkolbenverdichter. Dieser Verdichter wird über einen Riementrieb vom Motor quasi in Bewegung gesetzt. Der Zylinder, der Verdichter hier bei diesem Setra hat einen Hubraum von 470 Kubikzentimeter, also schon recht ordentlich, fast ein halber Liter. Und was passiert jetzt hier? Der Verdichter saugt das Kältemittel. Hier befindet sich R134a an Bord, und zwar 7 Kilogramm. Saugt es quasi über Leitungen an und schickt es dann zur zentralen Klimaeinheit oben auf dem Dach. Der Vierzylinder-Hubkolbenverdichter, ganz kurz die Funktionsweise. Er hat also 4 Zylinder, von denen allerdings die 4 tatsächlich nur dann arbeiten, wenn wirklich volle Klimaleistung gefordert ist. Wir haben hier einen kleinen Sensor, der erkennt nämlich, wenn die Leistung nur gering ist, die angefordert wird, dann wird hier sozusagen ein Bypass geschaltet und dann laufen 2 Zylinder zwar mit, aber nur im Leerlauf, während die anderen volle Leistung erbringen. Grundsätzlich läuft diese Riemenscheibe ja immer. Allerdings, wenn wir keine Klimaanlage benötigen, dann erkennt man das daran, dass diese Scheibe stillsteht. Und erst bei Anforderungen sorgt ein Magnetschalter dafür, dass hier quasi eine Kupplung für einen Kraftschluss sorgt. Und dann fangen auch erst die Kolben an zu arbeiten. Das ist ein Thema wichtig für Kraftstoffeffizienz. Das gasförmige Kältemittel, welches vom Verdichter an die zentrale Klimaeinheit geführt wird, kommt dort in einen mittig angelegten oder durch einen mittig angelegten Wärmetauscher. Dort wird das gasförmige Kältemittel verflüssigt. Dann wiederum wird dieses flüssige Kältemittel an außenliegende Wärmetauscher geführt. Und dort geht es dann wieder in den gasförmigen Zustand über. Gleichzeitig sinkt rapide die Temperatur und gibt über die außenliegenden Lüfter, Ventilatoren sozusagen, die Kälte, die dann an den Wärmetauschern vorbeistreicht, in den Innenraum ab. Gleichzeitig geht das flüssige Mittel oder ein Teil davon, des Kältemittels, vorne in den Bugschrank. Dort, habe ich ja vorhin schon erwähnt, sitzt auch nochmal ein Wärmetauscher und der erzeugt dort die kühle Luft für den Fahrer. Wie erfolgt denn jetzt eigentlich die Luftführung der gekühlten Luft? Das ist ganz einfach. Hier über uns sitzt zentral die Klimaanlage und die Gebläse drücken jetzt die kalte Luft in die Seitenkanäle. Und wenn man hier mal, vielleicht kann die Kamera das zeigen, mit der Hand langführt, das spürt man natürlich jetzt nicht im Film, aber ich spüre es, kommt hier kalte Luft raus, natürlich auch über die Service Sets oder aber auch hier oben in dem Bereich, auch hier wird zwangsweise die Luft nach außen in den Fahrgastraum geführt. Die Luft geht jetzt relativ geradlinig, also vertikal nach unten in den Mittelgang und hier unten wird die Luft sozusagen in die Kofferräume geführt, auch von hinten, da haben wir Kanäle und wird dann über den Kofferraum im Bereich der Front unterm Reserverad, das zeige ich gleich, zwangsentlüftet. Was sehen wir hier oben? Hier hinter befinden sich
auf jeder Seite 5 Filter. Das sind sogenannte G3-Filter und die haben die Aufgabe, die Umluft zu filtern. Auf dem Dach in der Klimaanlage befinden sich auch noch mal eine große Anzahl von Filtern und insgesamt kann man sagen, Filter sollen sowohl die Wärmetauscher vor Schmutz schützen, als auch eben die Luft grob vor Klein- und Kleinstpartikeln reinigen. Viren und Bakterien werden eher mit den G3-Filtern noch nicht herausgefiltert, was aber nicht weiter schlimm ist, wenn man sich einmal Folgendes überlegt. Im Temperaturbereich zwischen 8 und 26 Grad läuft eine moderne Klimaanlage im Bus stets im sogenannten Frischluftbetrieb. Das heißt, die Luft im Innenraum wird nicht benötigt, sie wird nicht umgewälzt, sondern es wird ausschließlich bis 26 Grad Luft von außen zugeführt, gekühlt und nach unten wieder weggeführt. Im reinen Frischluftbetrieb entsteht so die sagenhafte Umwälzmenge oder Kapazität von 75 Mal pro Stunde wird der komplette Innenraum einmal ausgetauscht, also 75 Mal pro Stunde. Und damit sind wir deutlich unter einer Minute, in der quasi die gesamte Luft einmal gewechselt wird. Und das ist tatsächlich deutlich besser als beispielsweise die Empfehlungen, die von den Gesundheitsbehörden für Büroräume gelten. Weil da reicht nämlich tatsächlich 2 bis 3 Mal pro Stunde die Luft auszutauschen. So, und da sind sie, die Fließfilter. Ne? So sieht ein Filterelement aus. So, und hier diese kleinen Lamellen da oben, der kleine Schlitz, ja, ob man sieht. Das sind die Filter der Aufdach-Klimaanlage. Ja, die stecken hier, zeigt es nochmal, oberhalb der Innenraumfilter, die wir gerade abgenommen haben. Die liegen ja hier. Also die Frischluft für den Fahrgastraum wird von oben durch den Fahrgastraum geführt und landet dann in den Kofferräumen. So. Hier in diesem Bereich, hier wird die Luft rausgedrückt in den Kofferraum und wird dann nach vorne in Richtung Ersatzrad weitergeführt, also zwangsentlüftet. Ich zeige das. Hier liegt ja das Ersatzrad drin und hier unter befindet sich ein Gitter und das ist der Punkt, an dem die Luft, die verbrauchte Luft oder die halt gekühlte und dann auch wieder etwas erwärmte Luft nach außen geführt wird. Ich nehme mal ganz kurz die Kamera und zeige das Ganze. Genau, hier sieht man mittig sehr gut das Gitter. Dort wird dann die verbrauchte Luft tatsächlich aus dem gesamten Fahrzeug abgeführt. So. Der Fahrer, habe ich ja erwähnt, hat ja eine eigene Frontbox und die Frischluft für die Frontbox, die wird hier, wenn man das mal genau sich angucken würde, hier eingesaugt und wenn die unter Volllast läuft, dann spürt man hier auch einen Luftzug. Ja? Auch der Fahrer hat eine separate Zwangsentlüftung und die befindet sich hier hinter. Also die verbrauchte Luft aus dem Fahrerbereich wird hier hinter auch in den Bereich nach vorne über das Ersatzrad abgeführt. Das ist sozusagen mal ganz kurz erklärt, der gesamte Luftkreislauf, Strömungskreislauf der Klimaanlage. Und das ist grundsätzlich allgemeingültig für jeden Reisebus. Aus der Theorie nun in die Praxis. Folgende Situation, der Bus steht irgendwo auf dem Parkplatz schon seit 1-2 Stunden. Die Sonne scheint so wie heute. An Bord dürften wohlige Temperaturen im wahrsten Sinne des Wortes herrschen. Gut, wie gehe ich denn jetzt als Fahrer vor, um das Fahrzeug relativ zügig und auch dabei noch mit Köpfchen runterzukühlen? Das zeige ich jetzt mal am praktischen Beispiel. Also das allererste, was ich natürlich mache, ich muss zuallererst das Fahrzeug starten. So, dazu einmal Zündung an,
und der Motor läuft. In der Sekunde, wo jetzt der Motor läuft, kann auch sozusagen die Klimaanlage erst anspringen, weil logisch, der Vierzylinder-Hubkolbenkompressor braucht natürlich dann auch den Antrieb vom Motor. So, als allererstes, was mache ich, um das Fahrzeug schnell im Normalfall runterzukühlen? Ich schließe zuerst die Türen. Alle Türen müssen zu sein. Das Prinzip einer Klimaanlage ist ja eigentlich folgendes. Hier wird im Fahrzeug ein leichter Überdruck aufgebaut, der ermöglicht ja dann sozusagen auch, dass die Luft nach außen weggeführt werden kann. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, während der Fahrt das Fahrerfenster geschlossen zu haben. Denn was passiert nämlich, wenn das Fahrerfenster auf ist? Dann passieren eigentlich mehrere Dinge. Unter anderem wird die verbrauchte Luft nicht mehr über die Kanäle im Mittelgang abgeführt, sondern tatsächlich, sie zieht flocker lockig am Fahrer vorbei mit allen möglichen Schmutzelementen, die dort in der Luft mit dabei sind. Und die zweite Geschichte, die passieren kann, ist, dass wir einfach die Luftzirkulation in einem Omnibus umkehren. Das heißt, die Frischluft wird nicht mehr von außen über die Dachkanäle sozusagen in das Fahrzeug geführt, sondern tatsächlich von unten. Dort, wo die Entlüftung ist, kann passieren, wird die Luft reingeführt, hier am Fahrer vorbei und geht dann auch wieder sozusagen in den unteren Bereich, um dann letztendlich im Fahrerfenster wieder rauszugehen. Also Fahrerfenster zu. Gut, aber zurück zum Thema Parkplatz, wir kühlendes Fahrzeug. Im ungünstigsten Fall hat den Bus ein anderer Fahrer gefahren. Er hat möglicherweise alles verstellt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist hier alles verstellt, aber da gibt es einen ganz einfachen Knopf und der nennt sich bei jeder Klimaanlage Auto. Ich drücke einmal auf Auto und schon regelt die Klimaanlage von ganz alleine. Was passiert denn nun bei dieser automatischen Regelung? Die Frischluftklappen werden bei hohen Außentemperaturen geschlossen. Damit wird nur die im Fahrzeug befindliche Luft umgewälzt und ist dadurch sehr schnell in der Lage abzukühlen. Da reichen tatsächlich schon ein paar Minuten und der Komfortwert, der in der Regel bei 24 Grad voreingestellt ist, wird erreicht. Das ist eigentlich, was man machen sollte. Es ist ein Irrglaube zu sagen, ich drehe jetzt mal an den Reglern auf vielleicht 16 Grad runter. Dann bin ich vielleicht der Meinung, jetzt kühlt der Dollar. Nein, macht er nicht. Tatsächlich, die effizienteste Arbeitsweise einer Klimaanlage ist immer der Automatikmodus, weil wir haben ja eingestellte Kennlinien, es gibt Soll- und Ist-Temperaturen, auch Temperaturfühler an Bord. Und die Automatik erkennt tatsächlich, mit welcher Leistung muss ich denn jetzt quasi den Bus kühlen. Und das erreicht man tatsächlich im Automatikmodus. Nun befinden wir uns ja augenblicklich in einer etwas schwierigen Zeit. Ich sage nur Corona, Covid-19. Und da sollten eigentlich ein paar andere Regeln gelten. Das heißt, ich muss eigentlich dafür sorgen, dass die Luft möglichst schnell, die verbrauchte Luft an Bord, rauskommt. Und mit einer Umluftsteuerung erreiche ich das natürlich eher weniger. Was sollte man also tun, wenn man auf den Parkplatz kommt? Der Bus steht schon Weilchen, vielleicht auch schon seit ein paar Tagen. Dann habe ich ja hier verbrauchte Luft an Bord. Ja, da kann alles Mögliche drin sein. Das ist also ganz einfach. Ich sperre über einen entsprechenden Taster die Klimaautomatik, die Klimasteuerung und bringe das Fahrzeug dazu, tatsächlich die Klimaanlage zu deaktivieren und nur ausschließlich mit Frischluft zu arbeiten. Wenn ich die Klimaanlage ausschalte, in dem Moment wird tatsächlich bloß Luft von außen genommen, wird auch nicht gekühlt, ist aber auch nicht Sinn und Zweck. In diesem Modus lasse ich einfach den Bus 2 bis 3 Minuten laufen, dann bin ich sicher, dass die komplette Luft, die an Bord ist, rausgedrückt wurde. Danach gehe ich wieder hin, aktiviere wieder den Automodus, dann wird auch gleich die Klimasymbolik hier wieder erscheinen. Dann geht die Klimaanlage in der Regel auf Frisch- bzw. Mischluft oder auch reinen Umluftbetrieb. Das ist aber gut, solange keine Fahrgäste an Bord sind und ich erreiche, was ich eben auch schon erklärt habe, nämlich, dass in sehr kurzer Zeit das Fahrzeug auf die voreingestellte Komforttemperatur temperiert wird.
So, wenn wir jetzt schon mal in einem Fahrzeug von EvoBus sind, also einem Setra, aber beim Turismo wäre das eigentlich genau das Gleiche, dann erkläre ich auch mal ganz kurz das Bedienteil hier. Wir haben also hier die Tasten, hier kann ich halt verstellen zwischen Fahrgastraum und auch Fahrertemperierung. Wenn ich jetzt beim Fahrer bin und ich drehe die Temperatur beispielsweise von den voreingestellten 24 auf 21 Grad, dann ändert sich das auch. Wenn ich dann wieder auf Fahrgast gehe, kann ich auch hier die Temperatur etwas absenken. Und das Interessante ist, wenn ich das getan habe, wenn ich die Temperatur verändert habe, Fahrgastraum beispielsweise auf die 22 und den Fahrer auf 21, dann bin ich immer noch, wie man hier gut erkennen kann, im Automatikmodus. Das heißt, an der Klimatisierung, an der Steuerung habe ich grundsätzlich nichts geändert, außer den Temperatursollwert zu ändern. Erst wenn ich beispielsweise im Fahrgastmodus der Meinung bin, ich müsste jetzt auch noch die Lüftungssteuerung ändern, also ich gebe jetzt etwas mehr Lüfter für den Fahrgastraum und jetzt auch noch ein bisschen weniger Lüfter, man hört es auch gleich hier im Fahrerbereich, dann sieht man es auch schon, hier das Autolicht ist aus und gleich werden wir es im Display sehen, dann bin ich tatsächlich aus dem Automatikmodus raus und habe damit die Klimaanlagensteuerung verändert. Und jetzt ist die gute Frage, die sich jeder ernsthaft stellen sollte, ob das jetzt der richtige Weg ist, um eine vernünftige Temperatur hinzubekommen, mag oftmals bezweifelt werden. Ich weiß, es kommen oftmals Fahrgäste, die sagen, hinten zieht's, ja, dann fange ich an, hier etwas weniger Luft einzustellen, dadurch aber erreiche ich nicht mehr möglicherweise die Temperierung. Dann wird es den Leuten, die weiter vorne sitzen oder in der Mitte, auch viel zu warm. In der Regel sind die modernen Klimaanlagen so eingestellt, dass in der Automatiksteuerung tatsächlich das Optimum an Klimatisierung erreicht wird. Wenn ich mich jetzt vertan habe, wenn ich tatsächlich hier rumgedrückt habe und so weiter und gar nicht mehr weiß, naja, in dem Fall hilft einfach nur einmal auf den Autoknopf drücken und schon bin ich wieder in einem Bereich, wo ich mir sicher sein kann, jetzt funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich möchte, dass es etwas kühler wird, dann kann ich natürlich auch noch die Temperatur zusätzlich weiter absenken. Bin aber trotzdem noch im Automatikbereich. Also, ihr seht, die richtige Bedienung der Klimaanlage ist kein Hexenwerk. Und wenn man das alles soweit verstanden hat, dann kann man sich auch als Fahrgast total entspannt hier zurücklehnen und die Fahrt in vollen Zügen bzw. nicht so vollen Bussen genießen. Ja, ich würde sagen, sicherlich bin ich jetzt nicht ins Detail eingegangen auf jede Spezifikation der Bedienung der Klimaanlage, aber im Groben denke ich, es sollte jetzt jedem klar sein, was er machen muss, wie die Klimaanlage funktioniert, was die einzelnen Bauteile sind und wie was zusammenhängt und zusammenspielt. Und ich denke, damit ist auch die Frage geklärt, das Thema Klimatisierung im Bus betreffend, wie geht denn das? Gut, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt für weitere Folgen oder auch Themen, die euch auf dem Herzen liegen, dann schreibt es hier in die Kommentare und ich lese sie alle und werde dann auch mal versuchen, darauf einzugehen. Aber der nächste Film ist schon in Planung. Ihr könnt euch drauf freuen.